Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Blind-Schminken-Challenge. So, da ich ja schon dieses wunderschöne Werk vollbracht habe, ist jetzt Jenny dran und wird mich für den Abend vorbereiten. Denn heute Abend geht es auf den roten Teppich, George Clooney wird empfangen und wer könnte es besser machen als diese wunderschöne Frau hier. Dann mach mal lieber noch einen Knoten rein. Knoten oder Strammer? Hier, mach mal ruhig noch einen Knoten rein. Also einen Doppelknoten. Dass es schön stramm sitzt. So? Ja. Okay. Warte, wo hab ich die da? Warte mal, irgendwas ist hier nicht richtig. Hast du es? Ja. Okay. Wir fangen an mit dem Puder. Du kannst selber entscheiden, wie viel du nimmst. Na, also tupf selber an. Ein. Man kann ja nie genug nehmen. Du denkst dran, dass ich George Clooney nachher sehe, ne? Ja, natürlich. Ich mach dich wunderschön. George Clooney. Das riecht voll gut, ne? Mhm. Augen zu hast du? Mhm. Wollen wir die Ränder verschwinden lassen hier? So? Hm? Denkst du, es reicht so? Ja, ich meine wohl. Ja? Oder vielleicht noch ein bisschen. Da hast du doch schon 10-mal auf der Stirn. Mach Mund zu. So. So, Dille. Okay. Wollen wir jetzt mit Lidschatten weitermachen oder mit Rouge? Ja, bei mir haben wir jetzt Rouge genommen, oder? Ja, aber jetzt wird zu Rouge. Da ist aber ja besonders viel noch drin, ne? Du, das reicht. Könnt ihr das sehen? Das reicht. Hier ja, ist der Pinsel. Ziemlich. Wie soll das gehen? Ja, mein Ohr freut sich. Oh, jetzt ist was rausgefallen. Scheiße, egal. Jetzt ein bisschen über die Nase auch noch, sagt sie. So? Ja, wenn Sie das meinen. So, was geht jetzt? Was haben wir denn gemacht? Möchtest du lieber was Knalliges nehmen als Lidschatten? Du, mir ist eigentlich welche egal. Farbe denn? Blau, bitte. Ja, okay. Ja. Das ist schön im Kontrast zu meinem Grün. Welche da hast du jetzt zu deinem Daumen hin, ist die Farbe, ne? So, ich mach zu. So. Okay. Das muss man aber doppelt machen, ne? Damit die Farbe auch schön wirkt. Mhm. Ich mach die beiden Seiten richtig schön. Ja. Saus mal richtig schön voll. Sausebrause. Fühlt sich aber gut an, als ob du was sehen würdest. Nee, ich sehe gar nichts. Ich bin total blind. Also wirklich jetzt. Ich bescheiß mich. So, andere Seite? Sind jetzt beide Seiten voll? Ja. Richtig toll. Ich wusste gar nicht, dass ich da auch einen Augen habe. Okay, nochmal. Mhm. So. Warte, ich guck mal.
Oh, ist das schön. Oder? Okay, so, weiter geht es. Perfektstift hattest du gerade auch nicht, ne? Nee. Augenbrauen? Ja. Sollte noch etwas betont werden. So? So hatte ich drauf. Ist gut so oder soll ich nochmal? Du kannst auch nochmal rübergehen, man sieht es schon sehr gut, gut. Aber. So? Ja? Okay. Ja, ich meine wohl. So, Wimpern. Nee, Quatsch. Wir machen jetzt. Was haben wir erst gemacht? Eyeliner oder Wimperntusche? Ich glaube Eyeliner. Ja? Ja gut, dann machen wir Eyeliner. Aber da musst du jetzt vorsichtig sein, ne? Natürlich. So. Okay. Das ist schwer. An die Linie genau zu treffen. Ja. Aber ich denke, du bist doch schon ganz nah dran. Ich glaube, beim Auge ist man ein bisschen vorsichtig. So, andere Seite. Oh. Und? Das ist gut? Das ist super. Also ich denke, so sollte ich doch auf den roten Teppich gehen können. Kein Thema. Okay, Wimperntusche. Den Schorschi. Schorschi. Das ist bayerisch und heißt George. Obwohl ich den gar nicht so toll finde. Oh, ich finde den so heiß, ne? Da finde ich Josh Hartnett viel besser. Voller Milchbubi. Könnt ihr mal schreiben, wen findet ihr besser? George Clooney oder Josh Hartnett? So, weiter geht's. Wimperntusche. Oder vielleicht Jason Statham. Ja, komm du mal wieder mit deinen Bodybuilder-Männern an. Ich hab die Augen zu. Oh. Zu, hab ich sie. An irgendwas bleib ich da hängen. Hängen? Ja. So. Okay. Fühlt sich gut an. Du könntest mir vielleicht die Haare auch noch machen gleich. Blind. Das ist mein Mund. Oh, Entschuldigung. Warte mal. Da ist meine Augenbraue. So, was haben wir hier denn jetzt noch? Dein Mund sieht so verführerisch aus, ne? Ja, ne? So, Lippenstift? Oh ja, mit Vergnügen. Soll ich sie spitzen, oder? Nee, lass mal normal. So. Ich glaube, links ist noch nicht so viel. Hä? Ah, da. So. Okay. Ja? Mhm. Okay. Gut, ich, also ich muss erstmal später gucken. Ja, also das sollte ich noch gehen können. Meine Zähne sind natürlich ja lila, aber das macht ja nichts. Die Farbe ist toll. So kann man gehen, ne? So. So, wir verabschieden uns dann. Wir haben heute Abend ein Date mit George Hartnett und sie mit George Clooney. Sie zieht jetzt heute ein grünes Kleid an und ich ziehe ein blaues Kleid an, ja, damit das auch so im Wechsel stattfinden kann. Und wir wünschen euch natürlich noch einen schönen Abend und
Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.